Recht herzlich willkommen zur 26. Folge von Simotrans. Ja, wir haben letztes Mal ausgebaut, aber nicht hier, sondern in Lauter war das. Da haben wir die Buslinie verstärkt oder verbessert. Und jetzt gucken wir mal hier so ein bisschen noch rein, oder? Wie sich das hier entwickelt. Hier wachsen alle Städte. Döbeln ist auch schon. Oh, wieder falsche Taste erwischt. Döbeln ist auch schon da. Mit zwei Bushaltestellen unterwegs, wunderbar. Ja, was war unser Ziel? Wir wollten, glaube ich, schauen, dass wir dann vielleicht hier oben an unserem Eisenbahnnetz hier, wo wir so besonders viel haben, die Städte Altenau, Rathaus. Warte, wir gehen mal auf die Karte. Ich glaube, das ist am einfachsten anzugucken. Altenhaus, Rathaus. Machen wir mal hier eine Nummer größer. War das die? Ne, das war klar. Das war der falsche. Dass wir hier vielleicht nach Döbeln verbinden. Mit dem Schiff. Ja, dass wir da von Altenau nach Döbeln eine Schiffsfahrtlinie machen, um dann auch den Verkehr zu steigern. Macht Sinn, oder? So, dafür müssten wir jetzt mal hier gerade den Schiffsanleger hinbauen. Passagierterminal. Was ist das? Kanalanleger, naja. Das wäre dann hier zu bauen. Dann verlängern wir da die Straße gerade hin. So. Und dann verlegen wir eigentlich auch, müsste sogar passend sein, ja, geht auch, verlegen wir einfach die Buslinie. Machen wir hier das Fahrzeug und dann Altenau Hardexen. Das ist die Linie, die ändern wir dann. Und zwar Altenau Rathaus. Nehmen wir raus. Und einfügen tun wir die Linie, die da noch nicht ist. So, die Bushaltestelle, die da noch nicht ist, ne? Da. So, jetzt haben wir sie. Jetzt mal Linie ändern, da oben einfügen, Altenau. Fügen wir ein. Und so, Oswald, Weinstraße, Hafen und dann wieder Oswald. Das passt dann. Das ist dann gut. So, jetzt müssen wir nur hier reingucken. Da steht gerade keiner. Das bedeutet, die können wir gerade mal abreißen, die Bushaltestelle. So, ist auch noch in dem Bereich drin. Später, wenn wir ausbauen müssen, müssen wir das halt noch da weitermachen. Alles gut. So, und dann müssen wir, naja, wenn wir so weit rauszoomen, dann sieht das so langsam aus, ne? Döbeln aufsuchen. Wo war Döbeln? Hier, oder? So runter. Da müsste Döbeln irgendwann kommen, oder? Da ist es doch schon. Super, ne? Warte mal. 1, 2, 3. Anleger. Geht das? Schifflein? Ist das? Ne, das ist er. Ne, weil da kein Wasser vor ist. Super. Na, da war wieder die falsche Taste erwischt. Guck mal, das ist. Ach. Passt einfach hier irgendwie nicht so ganz jetzt gerade hin, ne? Eigentlich da, ne? Können wir da das Land absenken, dass da Wasser hinkommt? Wenn ich das nehme und da Wasser hinmache, geht das? Jo, dann kann ich da auch den Hafen hinsetzen, oder? Passt.
So, dann brauchen wir noch eine Straße dahin. Machen wir so, ne? Bushaltestelle. Und alles im grünen Bereich. Da überlappt das jetzt zwar dadurch, aber das ist nicht schlimm. So. Wieder die falsche Taste. Das bedeutet, da müssen wir jetzt ein Schiff kommen lassen. Und ich bin jetzt doch am Überlegen, das da oben starten zu lassen. Lass uns gerade erst, bevor das... Ne, das Schiff könnte schon fahren, aber... Ne, lass uns erst eine Linie bauen. Ne, das ist nicht das, oder? Das ist das Richtige. Hafen, Hafen. Das ist ein Hafen, Hafen. Linie löschen. Das ist Riedenburg-Floto. Neue Linie, und zwar hier weg. Ne, ich glaube, so rum müssen wir hoch. Dann kommen wir da hin, oder? Altenau-Hafen. Wiedenstraße hieß das da. Wo ist er? Da ist er. Geht. Das ist die neue Linie. Zack. Und dann müssen wir ein Schiff haben. War das jetzt schon hier? Nee, ne? Nein, das ist Neuangron. Ein See oder sowas. Da ist das Depot jetzt irgendwo. Dahin. Schiff aussuchen. Auf die Linie 2 setzen. Und das Schiff starten lassen. Kurz da reingehen und gucken, ob das auch in Döbeln anfängt. Macht es auch, das passt. Und die Linie müssen wir gerade noch umbenennen. Döbeln. Döbeln ist so geschrieben, ne? Altenau. Passt. So. Das war verkehrt angeklickt, aber nicht schlimm. Das läuft, oder? Ist losgefahren, ne? Das ist doch hier das Schiff nach Döbeln, oder? Oh, jetzt fängt das mit dem Dingens wieder an. Treffen ist Pflicht, oder wie war das? Ne, das ist das nicht, oder? Oder muss das hier unten rum? Doch, das muss hier unten rum, ne? Nee. Doch, das muss da unten rum, tatsächlich. Das andere ist da am Fahren. Ja, okay. Wir mussten noch in Döbeln die Buslinie ändern, dass das funktioniert. Jetzt weiß ich nicht, wie die Buslinie heißt, aber da kriegen wir ja hier durch die Details gleich raus. Busverkehr Döbeln, Radolfzell, Adenau. Die Linie ändern. So, Linie geändert. Haben wir hier Radolfzell, Döbeln, Nord. Alte Zuckerfabrik, Betriebshof, alte Zuckerfabrik, Betriebshof, Dann fügen wir das dahinter ein, oder? Also, norddeutscher alter Hof, dann dahin, Ich glaube, da fügen wir noch Döbeln Platin. Ich glaube, dann fahren wir doch nochmal. Warte mal, das fügen wir da nochmal ein. Dann Waldweg. Dann Norddeutscher Hof. Und weg.
glaube, so ist das schon richtig dann mit dem Bus. So. Das ist Döbeln City. Und wie sieht's hier aus? Noch keiner. Den lassen wir aber mal gerade da. Und gucken den gleich an, wann der kommt. So, Karte. Altenau hin. Wie sieht's da aus? Ein Passagier nach Döbeln. Guck, da ist schon der erste da. Sollte funktionieren dann. Gut. Döbeln. Also, ja, Döbeln nicht, sondern die drei Städte. Diese drei Städte, die vier Städte und die drei Städte sind jetzt auch direkt verbunden. Übers Wasser. Wo ist jetzt das Schifflein, was hier unten hin muss? Ist es das erst? Wahrscheinlich, ne? Na, den. Ah, jetzt habe ich ihn doch tatsächlich erwischt. Dann muss ich dahinter klicken. Ja, der kommt irgendwann an, ne? Dauert aber ewig. Gut. 12 Passagiere warten. Das ist in Altenau. Und die warten nach Lauter zu fahren. Oder nach Döbeln. Lauter. Wirksrad aus Lauter. Lauter. Altenau. Naja, okay. Ja, da ist was los. Da ist nichts los. Und das war wo? In Döbeln am Hafen. Passiert noch nichts. Ja. Gut, schließen wir. Der Bus, der jetzt hier ist, wo fährt denn der lang gerade? Ja, ist jetzt schwer hier zu sehen, falls er dazwischen wäre. Ist er aber auch nicht zwischen, ne? Okay, da ist der Bus. 27 Passagiere nach Döbeln, Nordtirol Zuckerfabrik, über Döbeln. Waldweg Hafen. Ah, da schon, ja, da schon die ersten Passagiere, die dann da weiterfahren werden. Gut. Ah, der Hafen, der hat ja auch kein Einzugsgebiet in dem Sinne. Da wohnt ja niemand. Deswegen geht es da nur darum, erstmal umzusteigen. Wird aber dann irgendwann so sein, dass wir da ja auch weiterkommen. So, Radolf Zell. Ich glaube, die Karte machen wir jetzt mal gerade wieder ein bisschen kleiner. Das war jetzt zu klein gezogen. So. Gucken gerade die Städte, wie die wachsen. Hier ist alles im Bereich. Und da ist auch noch alles im Bereich. Da ist auch alles im Bereich. Das war hier Lauter. Ne, Hardexen. Hier ist noch abgedeckt. Riedenburg. Ah, da wächst momentan nichts. Floto. Ist abgedeckt. Waldeck. Abgedeckt. Sonderhausen. Ist abgedeckt. Und Lauter. Ist auch abgedeckt. Gut, das heißt, das läuft alles. Gut, dann können wir das hier alles schließen. Gucken dann, glaube ich, mal in die Finanzen rein, wie es da aussieht. Bruttogewinn, Marge ist schwarz, das ist gut. Hier ist auch ziemlich hoch angesetzt, ne? Wie viel ist denn das? Ja. Ach so, Monat wollte ich haben, ne? Das ist vielleicht besser, ne? 136.000 in den besten Zeiten. Hier war mal ein Miniser drin, aber das ist wieder hochgekommen. Das war wahrscheinlich hier die Anschaffung von dem Schiffsdepot und sowas vielleicht, ne? Okay, da sind wir also gut unterwegs. 520 ist der Kontostand Miese, aber insgesamt haben wir ein Gesamtvermögen von 1,5 Millionen. Das hört sich doch gut an, oder? Der ist voll. Dann gehen wir mal gerade hier auf die Linien, beziehungsweise auf die Fahrzeuge. Klicken den Gewinn an. Dieser Bus ist am schlechtesten unterwegs. Ja, das wissen wir. Dann müssen wir gucken, dass mal was passiert. Ah, guck mal da.
wächst gerade. Das bedeutet, da müssen wir auch größer werden, ne? Machen wir gerade noch eine Bushaltestelle hin, oder? Dahin. Gut. Die Linie dann anpacken. Hadexen, Altenau oder Altenau, Hadexen. Linie ändern. Zwischen Oswald und Weihen. Weiherstraße. Gibt es jetzt eine neue Bushaltestelle. Die ist das. Haben wir da eingefügt und auf dem Rückweg. Warte mal. Oswald. Hadexen. Halbwendstraße. Weinstraße. Dann Oswald. Nee. Der kommt von Oswald. Ostwald. Da lang. Dann Weinstraße. Und da muss er noch zwischen. So, jetzt passt es dann. Gut. Steht gerade keiner, ist ja auch kein großes Feld da, ne? Hier sieht es dann schon anders aus, weil überdöbeln wollen ja 16 Leute schon weg. Gut. Das ist der Bus gewesen, der so schlechte Zahlen geschrieben hat, ne? Der wird sich denn, denke ich mal, jetzt bald bessern. Wo fährt er hin? 110 Tonnen Eisenerz. Hadexenstahlwerk. Okay, da bringt es dahin, das Eisenerz, ne? Gehe ich von aus. Ja, da kann noch mehr hin. Aber ich gehe mal von aus, dass der auch wieder eine schwarzen Zahlen fahren wird. Das ist, denke ich mal, jetzt nicht das Problem. ...3.900. Sieht es mit dem Verkehr insgesamt hier aus? Läuft. Die kürzen da ab, dann ist alles gut, oder? Oh, hier wartet schon an der Karl-Benz-Straße der erste Passagier. Der will zum Hafen. Der hat wahrscheinlich noch nicht die neue Route, oder? Altenau-Hadexen. Ja, wenn ich den Fahrplan jetzt mache, dann hält er an, das will ich auch nicht. Passt schon. Der wird da auch vorbeikommen, sonst wird er da nicht an der Bushaltestelle stehen. Ganz einfach. Ja, da sind schon 36 Passagiere, die mit dem Schiff dann wohl weiterreisen wollen. Oder mit dem Schiff schon weiter sind. Nee, die wollen nach Altenau, das ist oben. Die kommen dann mit dem Schiff in der nächsten Folge weiter. Gut. Dann würde ich sagen, soll's für die Folge aber auch erst reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit reinschaut. Bis dann. Tschüss.